Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, King of Retail, dem Verkaufssim. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir erstmalig unsere neuen Artikel eingeräumt. Vielen, vielen Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Wir haben ordentlich Umsatz gemacht, haben natürlich auch ein bisschen was ausgegeben, ne, wegen dem Inventar und so weiter. Wir haben Sonntag heute. Das heißt, heute ist Sophie Kaiser und der Timon mit am Start. Vielen Dank für die ganzen Tipps und auch bezüglich der Vertragsverhandlung mit dem einzelnen Mitarbeitern. Dankeschön. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Ich habe das Mindestlager vorhin schon mal so ein bisschen angepasst und habe auch schon ein paar Bestellungen hinzugefügt. Wir werden jetzt immer so vorgehen, dass wir alle Sachen, die mehr als 6-mal verkauft werden, auf jeden Fall immer noch nachbestellen. Und alles, was unter 6 ist, quasi einfach rausschmeißen. Ne? Was auf jeden Fall sehr, sehr cool ist. Das Einzige, was ich jetzt einmal komplett voll machen möchte, ist das Lager mit den, mit den neuen Artikeln, mit den Hygienegeschichten. Und den Rest schmeißen wir jetzt einfach mal hier alles raus, was wir nicht brauchen, da wir nämlich nicht so viel davon benötigen. Ne? Wie gesagt, hier die Reinigungsartikel, die lasse ich jetzt einfach mal so, wie sie sind. Ansonsten schmeiße ich alles raus, was unter, ich sag mal 5 oder 6 ist. Den Mais können wir trotzdem nochmal hier nehmen. Die Artikel lassen wir jetzt alle hier drin. Ihr seht schon, hier haben wir die ganzen Hygieneartikel. Die habe ich jetzt auch hinzugefügt. Machen wir das mal raus hier. Und gucken halt, was so wirklich verkauft wird. Weil es wird ja nicht mehr alles gekauft. Es kommt auch darauf an, welcher Tag es ist, was die Leute benötigen. Fürs Wochenende, für kein Wochenende und so weiter und so fort. Und ab und zu sparen wir auch mal ein bisschen was. Ich würde sagen, wir machen das machen wir auch mal raus. Und sortieren das Ganze dann mal hier so ein bisschen. Ne? Hier die Schüchchen, die wurden jetzt auch nicht so verkauft. Die Sandalen und so weiter auch nicht. Die T-Shirts, naja. Es geht. Trikots werden aktuell auch nicht verkauft. Ist ja auch vorbei für die deutsche Nationalmannschaft. Und wer sich fragt, ey, warum kommen eigentlich so wenig Videos aktuell? Hat damit zu tun, dass ich aktuell im Urlaub bin. Ne? Also, ja, Grüße gehen raus. Ne? Ab dem 13. geht wieder alles regulär. Da gibt es dann auch wieder Livestreams auf Twitch. So, wir bestellen den ganzen Spaß und starten dementsprechend mal in den nächsten Tag rein. So, auf geht's, let's go. Jetzt werden natürlich wieder einige Sachen abgezogen, wie Steuern und Zinsen. Man kennt es natürlich. Und dann gucken wir mal. Zinsen kriegen wir natürlich drauf, ne? Und nicht abgezogen. Das ist natürlich Guthaben. Da kommt der gute Mann. Die Fassade werden wir irgendwann auch nochmal anpassen. Wir haben jetzt noch 2400 Euro übrig. Ich habe auch schon ein paar Sachen hier aufgefüllt. Ein paar Sachen, glaube ich, konnte ich nicht auffüllen. Ich gucke mal gerade, weil die nicht da waren. Da muss ich dann mal gucken hier. Hier können wir schon mal ein paar Dinge soweit ready machen. Manche Sachen kann man auffüllen, manche halt eher weniger. Wir werden auch gleich nochmal unsere neuen Bestand packen. Wir werden auch die neuen Schilder aufstellen. Und was ich total wieder vergessen habe, sind diese Dinger hier. Da wollten wir auch noch ein bisschen was platzieren. Ich gucke einfach mal. So, dann würde ich vorschlagen, räumen wir erstmal das Lager aus. Mahlzeit. So, der gute Mann, der liefert nämlich jetzt mal schon mal alles hier. Ich hoffe, das passt jetzt hier auch alles rein. Nicht, dass der jetzt gleich noch ein weiteres Mal kommen muss. Nee, es passt nicht. Das ist natürlich auch doof. Aber der kommt dann nochmal wieder. Das ist mittlerweile gefixt worden zu einem späteren Zeitpunkt. Wir werden auch irgendwann nochmal umbauen hier auf dieses große, auf diese große Lagereinheit. Das habt ihr auf jeden Fall auch schon mal gesagt. Das werden wir dann auch nochmal machen. Viele haben auch gesagt, kauf nicht so viel. Manche Leute schreiben, kauf doch mehr oder lager mehr ein. Denn die Leute hauen ab, wenn sie das nicht bekommen. Ne? Es ist halt immer so ein bisschen, ja, mal so, der eine sagt so, der eine so. Ihr habt natürlich alle eure Erfahrungen gemacht, ne? Jeder so wie er. Ich handhabe das jetzt hier so, dass man es so macht, dass man alle Artikel, die ja kleiner 5 auf Lager sind, quasi oder 6, quasi nachbestellt, sodass wir dann auf jeden Fall die Artikel dann auch wieder vorrätig haben. Ne? Manche Sachen verkaufen sich gut, wie zum Beispiel hier diese roten Hemden, die gehen ab wie Schmidts Katze auf jeden Fall. Und die verkaufen wir immer, ne? So, Sophie und Timon sind da. Natürlich heute, glaube ich, ein bisschen verkürzter Tag, glaube ich, meine ich, war es immer am Sonntag, dass wir dann nicht so viel hier zu tun haben. Wenn die Lager dann leer sind, wird dann der Typ gleich nochmal kommen. Ich bin am Überlegen, was wir noch in diesen, guck mal, da kommt das schon, was wir noch in diesen anderen jeweiligen Verkaufsdingen, die ich da an der Seite platziert habe, packen. Der nächste Schritt wäre quasi, die nächstgrößere Investition wäre einmal die Fassade und einmal das Lager hier. Und ich denke, dass wir dann auch Richtung PCs, Mobile-Geräte kommen, die natürlich vom preislichen her natürlich
teuer sind, aber wir müssen mal gucken, wie dann der Wiederverkaufswert ist. Ach, guck mal, da kommt er schon. Jetzt hat er 2 leere Boxen, das sollte auf jeden Fall ausreichen. Damit er da auch alles platzieren kann. Und ja, das reicht auf jeden Fall. Ich werde jetzt erstmal alles ausräumen. Werde dann die Artikel gleich soweit dann auch einsortieren. Das machen wir alles. Der Chef macht das höchstpersönlich hier. Ja, wie gesagt, ab nächster Woche geht es dann wieder regulär weiter mit ja, ganz normalen Folgen. Das heißt, alle Projekte kommen wieder. Das eine Projekt bin ich nochmal überlegen, ob das wieder kommt. Müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall gibt es da wieder regelmäßig und mehr Videos pro Tag. Na, aber ich brauche jetzt einfach mal so ein bisschen eine kleine Auszeit. Ich denke mal, da hat auch jeder Verständnis dafür. Und ja, ich glaube, ich habe das, glaube ich, mittlerweile so eingestellt, dass alle 2 Tage jetzt ein Video kam. Ich denke, das ist auch dann für alle anderen auch angenehm, dass zumindest mal ein bisschen was kommt. Und Livestreams, wie gesagt, geht es ab dem 13. auch wieder los. Live auf Twitch ab 19 Uhr. Was wir zocken werden, weiß ich noch gar nicht. Müssen wir mal gucken. Werde ich euch dann im Laufe der Woche auf jeden Fall dann nochmal verklickern. So, jetzt haben wir gleich alle Artikel ausgeräumt. Das heißt, wir machen uns jetzt erstmal auf. Und werden jetzt hier die Abteilung erstmal wieder alle aufräumen. Das heißt, wir packen hier mal ein paar Sachen rein. Hier kommen ein paar Hemden wieder rein. Hier brauchen wir auch wieder Sachen. Sehr schön. Hier können wir auch nachräumen. Da ist aber nichts. Da glaube ich auch nicht. Ich meine hier auch nicht. Manche Sachen verkaufen sich mehr, manche weniger. Ihr habt gesagt, ja, macht doch weniger Artikel. Na, wie? Ich mache das jetzt so, wie ich das gerne möchte. Und ja. So, guck mal hier. Die Fußballschuhe. Die gehen immer noch weg wie warme Semmel. Ich gehe jetzt einfach mal hier die Reihen einfach rundherum. Da müsste, glaube ich, auch noch alles da sein. Hier sind ein paar Schuhe weg. Die Röcke sind... Oh, hier die Hemden. Wir müssen die Hemden wieder einräumen. Da ist nämlich gar nichts mehr da. Die verkaufen sich immer noch richtig gut. So. Dann werden wir jetzt hier auch wieder was einräumen, wenn man das Ganze braucht. Vielleicht sollten wir auch mal ein paar Preise anpassen, hattet ihr geschrieben. Weil die Dinge vielleicht jetzt mal noch ein bisschen zu teuer sind teilweise. Vielleicht nochmal ein paar Rabatte einrichten. Oh, die T-Shirts gehen aber auch gut weg hier. Die Polo-Shirts. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Rabatt. So, dann gehen wir jetzt mal hier hinten rum. Räumen jetzt hier unsere neue Hygieneabteilung mal wieder ein. Zack, da habe ich auch ein paar coole Poster wieder runtergeladen oder ein paar coole Bilder. Ich mache die jetzt einmal ganz voll hier. Dann haben wir es nämlich dann auch gut gefüllt. Manche Sachen verkaufen sich schon gut. Bringt jetzt nicht den Mega-Umsatz. Ihr habt geschrieben, ja, hättest du mal doch lieber erst die PCs und die Tablets und sowas gemacht. Ja, hätte man machen können. Aber naja, haben wir jetzt erstmal so gelassen. Vielleicht werde ich hier noch ein paar Konserven hinpacken, dass wir da noch ein bisschen was haben. Auf der anderen Seite haben wir bisher nichts. Vielleicht werden wir auch noch ein bisschen was erweitern. Ich weiß noch nicht. Ich bin mir da noch nicht 100% sicher. Müssen wir erstmal gucken. So, dann räumen wir hier nochmal die Getränke soweit ein. Sektpullen und so weiter. Die verkaufen sich eher schleppend. Ein bisschen hiervon was, davon was. Oh, hier das Gemüse ist weg. Das leckere Obst. Na komm, einmal vollräumen hier. Die Melonen verkaufen sich nach wie vor auch immer noch gut. Sophie macht jetzt gerade eine Pause. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ah, Timo macht auch eine Pause. Das ist ein bisschen schlimmer, denn wir müssen die Kasse übernehmen. Welche Kasse hat er denn gehabt? Ah, die hier. Warten Sie. So, einmal abkassieren bitte. Sehr schön. Da werden wir gleich noch ein paar Poster platzieren. Also ein paar jeweilige Flächen. Ja, ich versuche doch schnell abzukassieren, Leute. Ah, der Rubel rollt, ihr seht, ne? Guck mal, 4000 Euro haben wir da jetzt schon. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal vielleicht mal die Fassade oder... Na, ich weiß noch nicht. Müssen mal gucken. Manche Sachen verkaufen sich gut, manche weniger. Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, ne? Was die Leute denn auch gerne möchten. So, ich kassiere jetzt die beiden nochmal ab. Da müsste der Timo nämlich jetzt auch gleich wiederkommen. Und der läuft dann nämlich auch ran und macht dann jeweils wieder alles ready. Vielleicht noch so eine Obstabteilung. Vielleicht ein bisschen was anders machen. So, oh, hier müssen wir auch mal auffüllen. Timon kommt jetzt wieder. Und wird dann gleich abkassieren. Ja, der Timon ist schon auf dem Weg, Leute. Der macht das schon. So, eingeräumt haben wir alles. Jetzt können wir hier noch ein paar Poster editieren. Ich glaube, das macht man, glaube ich, hier rüber, ne? Da. So, wir wählen das Ding mal aus hier.
Und dann machen wir Veränderung, klicken hier mal rein. Dann habe ich, glaube ich, hier... Habe ich nicht irgendwas für Getränke? Ich habe das doch vorhin fertig gemacht. Ich verstehe es leider nicht. Also manchmal verstehe ich nicht, warum er die Poster da nicht anzeigt. Muss ich da einmal neu starten, dass er die übernimmt? Komm, wir machen jetzt erstmal das hier. Und da auch nochmal rein. Ich werde das dann bei Gelegenheit nochmal austauschen. Aber irgendwie scheint er teilweise die Dinger nicht zu übernehmen. Oder ich muss mal gucken, dass ich vielleicht eine andere Art auswähle. Wir können hier oben nochmal kurz gucken, ob ich da irgendwie was habe. Nee, da ist auch nichts. Machen wir die erstmal hier. Diese Standarddinger, weil ich hatte andere genommen. Aber irgendwie... Gucken wir nochmal hier. Warte mal. Veränderungen, Editor. So, ich lade die mal kurz nochmal hoch. Ach, guck mal, da sind die doch. Ich verstehe das nicht, warum er das jetzt nicht gemacht hat. Guck mal, hier habe ich nämlich so ein schönes Bild für Hygieneobjekte. Ich speichere das einfach mal. Mal gucken, ob ich es auch direkt nutzen kann. Nee. Da muss ich, glaube ich, eine andere Posterart speichern. Was ist denn das? Das ist ja hier mein Logo, ne? Vom Kanal. Das kennt ihr ja schon. Gucken wir nochmal. Leinwand. Art keiner. Habe ich das vielleicht irgendwie in der falschen... Ich speichere das jetzt einfach nochmal. So. Als neue Kopie. Ah, warte mal, als neue Kopie vielleicht. Dass er das jetzt nimmt. Ah, guck mal, als neue Kopie hätte ich das machen müssen. Ich habe es immer überschrieben. Ist natürlich nicht so dolle. So, dann werden wir das jetzt hier auch nochmal nehmen. Ah, jetzt, Leute, jetzt. Jetzt haben wir es. So, Editor. Das heißt, wir gucken mal, was wir hier haben. Da haben wir ja Getränke, ne? Guck mal, da könnten wir die hier nehmen. Als neue Kopie speichern. Da können wir jetzt hier die Veränderung nehmen. Und können jetzt hier auch die Getränke... Ach, guck mal. So sieht das Ganze nämlich schon viel, viel besser aus. Und können das dann hier auch einstellen. Ich habe noch ein paar andere Sachen mit hinzugenommen. Die werde ich dann auch nochmal bei Bedarf dann nochmal anpassen. Wir müssen hier nochmal kurz einmal den Kaffee auffüllen. Die Cerealien hier. Und hier ein bisschen Mayo. Vielleicht machen wir hinten noch irgendwie... Na, weiß ich noch nicht. Vielleicht noch irgendwas anderes. So, die Pommes gehen auch ab und zu mal weg. Beide habe ich, glaube ich, rausgenommen aus dem Sortiment. Oh, das Obst hier. Das Obst verkauft sich immer noch richtig gut. Sehr schön. So, die Hosen. Die Hemden müssen auch mal wieder weg. Dann die Röcke müssen wir auch mal auffüllen. Also ab und an müssen wir wirklich hier mal ordentlich nachlegen. Ist noch alles soweit gut. Wie sieht's? Oh, hier. Die Sachen müssen wir auch mal wieder auffüllen. Die Schüchchen auf jeden Fall. Hier die Fußballschuhe. Die laufen immer noch sehr, sehr gut. Hier ein bisschen Melonen. Nö, ich habe jetzt gar keine Zeit. Gar keinen Bock auf euch. So. Haben wir noch irgendwas hier zum Nachfüllen? Oder habe ich da jetzt gar nichts mehr auf Lager? Nee, nicht mehr so viel. Müssen wir nochmal gucken mit den Verkäufen. Vielleicht passen wir das dann nochmal an. Das sieht hier auf jeden Fall gut aus. Das ist gut gefüllt. Können wir hier noch ein bisschen was nachladen? Jo, können wir. Hier wird auch ein bisschen was verkauft. Ich glaube, davon haben wir nicht so viel mehr auf Lager. Ist ja auch nicht schlimm. Wir haben jetzt hier noch zusätzliche Lagereinheiten. Die könnten wir entweder wegpacken oder jetzt hier noch zusätzlich... Ich kann mal kurz hier bei den Artikeln gucken. Artikel bestellen. Beziehungsweise Konserven. Da haben wir auch noch nicht alles, ne? Guck mal hier. Hier könnten wir vielleicht noch diese Artikel hier bestellen. Dass wir die noch hier hinpacken. Was haben wir denn noch hier? Ah, guck mal, Salz, Pfeffer und sowas. Das könnten wir noch machen. Das haben wir noch gar nicht. Ich glaube, Salz und Pfeffer und so ein Kram haben wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Dass wir dann hier noch so ein paar Sachen hinpacken. Wir haben jetzt hier insgesamt, ich guck mal gerade. 1, 2, 3 Slots, ne? Haben wir hier frei. Salz und Pfeffer vielleicht hier noch ein bisschen. Dass wir das hier noch mit reinnehmen. Oder wir machen Salz und Pfeffer vielleicht hier hin, ne? Dass wir sagen, okay, man macht das hier. Da hätte ich halt ein bisschen mehr Platz. Wobei ich immer noch vielleicht hier doch eher so ein paar Modeartikel vielleicht noch mache. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr meint, was wir dort nehmen könnten. Rein theoretisch. Ich werde das Lager jetzt nochmal hier kurz... Soweit die Getränke nochmal alle auffüllen. Das hier auch nochmal gucken. Das dann auch.
dass wir das Lager nämlich dann voll haben. Die Melonen laufen auch gut. Der Rest der Geschichten läuft jetzt eher nicht so super. Ist aber auch nicht schlimm. Hier haben wir noch ein paar Konserven. Vielleicht könnten wir hier noch ein paar Sachen ersetzen. Müssen wir auch mal gucken. Ich glaube, Kaffee war alle, oder? Nee, können wir noch nachfüllen. Da haben wir auf jeden Fall erstmal genug auf Lager. Hier war nichts mehr. Dann gucken wir nochmal hier, ob wir da noch ein bisschen was auffüllen können. T-Shirts? Nö. Trikots? Jo. Ein paar Schüchchen. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Nein, das brauchen wir nicht. Dass wir das hier auch nochmal auffüllen. Und hier vielleicht nochmal die Schuhe. Da müssen wir auch wieder ein bisschen was nachbestellen. Da müssen wir halt immer ein bisschen gucken. Der Tag war auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich. Guck mal, wie viel Geld wir eingenommen haben. Das war auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich denke, wenn wir Tablets und so weiter mit dazu nehmen, wird das dann noch ein bisschen lukrativer. Was wir jetzt noch machen können ist, ich hatte euch ja gesagt, oh, warte mal, die Frau Sophie hier, die will auf jeden Fall hier Kassentalent oder Verkauf? Nee, da müssen wir sie einmal zur Schulung schicken. Das machen wir dann auch irgendwann nochmal. Sehr schön. Irgendjemand wollte auch mal was wieder wegen mehr Geld oder so. Ich verstehe nicht, warum die Leute immer mehr Geld wollen. Sollen mit denen zufrieden sein, was sie haben. Und dann werden wir einmal das Mindestlager bestellen. Beziehungsweise ich werde das mal ein bisschen erweitern um weitere Artikel. Getränke habe ich jetzt, glaube ich, soweit alles ready. Was wir noch machen könnten, wäre... Guck mal, wir haben ja hier die Original Coke, ne? Dass wir sagen hier, wir nehmen mal hier die Original Coke dazu. Ich glaube, vier Plätze waren immer, glaube ich, auf diesen... Dinger da platziert. Das heißt, da können wir auch erstmal 10 Stück nehmen. 10. Dass wir die zumindest voll räumen. Da würde ich die Getränke noch da an der Seite machen. Was haben wir denn noch nicht? Ich guck mal gerade. Jetzt haben wir die hier 4, ne? Und dann die 4 nochmal. Warte, die kriegen wir auch nochmal. 1, 2, 3, 4. Da habe ich eine Seite schon mal voll. Das war dieser Durchgang gerade, den ich meinte. Dass wir da die Artikel einmal hinpacken. So, dann haben wir das auch nochmal. Und diese Sachen hier hatten wir auch noch nicht, ne? Diese Tasty-Dinger hier. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Und dann hier nochmal. 1, 2, 3, 4. Das müssen, glaube ich, so Energies oder sowas sein, ne? Guck mal, dann haben wir das hier auch noch. Den Lagerplatz könnten wir dann noch erweitern beim nächsten Mal. Das könnten wir auch noch machen. Salz und Pfeffer können wir auch noch mit reinnehmen. Wir hatten, glaube ich, noch 6 Slots frei. Das können wir dann noch auf der einen Fläche dorthin packen. Bedeutet, wir haben jetzt hier Getränke mit dazu gepackt. Gut, Wein und so weiter. Ich weiß nicht, ob das wirklich lukrativ ist. Das heißt, wir könnten hier jetzt noch bei Konserven, glaube ich, war es. Genau. Guck mal. 3 Stück passen immer hin. Das heißt, wir nehmen jetzt hier nochmal... Ach, guck mal, hier gibt es sogar Kuchen. Leute, auch nicht schlecht. Aber ich würde erstmal sagen, einmal Zucker, Mehl, Salz und Reis. Da passen ja 3 Stück hin. 1, 2, 3. Das heißt, 2 weitere Artikel könnte ich jetzt noch nehmen. Dass wir die dann auch noch einräumen. Das sind 3... Und dann brauche ich jetzt noch 2 weitere Artikel. Was können wir denn jetzt hier noch hinpacken? Ich gucke mal gerade, ob ich irgendwas habe. Guck mal, Chips könnten wir irgendwann nochmal nehmen, ne? Oder wir nehmen hier Dressing, guck mal. Wir könnten hier Ketchup. Ah, das können wir auch nochmal nehmen. Oder hier Oregano und so ein Kram, ne? 1, 2, 3. Ein paar Gewürze noch dahin packen. Dann müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen umräumen. Das heißt, die haben wir auch voll. Und den Rest, der sollte dann auf jeden Fall passen. Wir gehen mal auf die Mindestbestelllager. Kostet natürlich jetzt wieder viel Geld. Wir fügen erstmal alles hinzu. Und sortieren dann wieder aus hier. So ab 5 würde ich sagen. Dass wir die Sachen dann dementsprechend ab 5 dann wieder bestellen. So können wir auch auf jeden Fall ein bisschen Geld sparen. Und können mal gucken... Inwieweit sich das Ganze dann auch rentiert. Aber so haben wir halt immer einen Überblick über das, was wir im Lager haben, was wir brauchen. Jetzt werden wieder viele sagen, du machst dir das aber viel zu kompliziert. Ja, das ist durchaus richtig, aber so kann man da auch schon mal den Überblick ein bisschen besser behalten.
Das sind die neuen Sachen, die dazukommen. Ja, genau wie die ganzen Gewürze und so weiter. Die Sachen verkaufen sich auch relativ gut. Das haben wir auch. Okay. Das lassen wir mal drin. Das nehmen wir mal raus hier. Das lassen wir raus. Ah, der Sekt geht hier auch nicht schlecht. Vielleicht werde ich immer noch mal ein bisschen was umbauen und vielleicht einige Artikel von da wegnehmen. Dann wieder welche hinzufügen und so weiter. Dass wir die ein bisschen umräumen. Das sind die neuen Getränkesorten, die wir auch noch haben. So. Das brauchen wir auf jeden Fall auch alles. Alles. Sehr schön. Die Schüchchen können wir hier noch wegpacken. Und so seht ihr, haben wir nur 2300 Euro jetzt an Sachen, die wir bestellen. Warte mal, das können wir auch noch rausschmeißen. Ja, und dann bezahlen wir den ganzen Spaß. Und ich würde sagen, liebe Freunde, das soll es für heute wieder gewesen sein. Hier mit einer Folge zu, ja, King of Retail. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gilt wie immer, ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt doch gerne einen Kommentar dazu. Und dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.